Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Steel Rising. Beim letzten Mal sind wir beim Waldstück stehen geblieben, haben vorher von einem Boss ordentlich auf den Kopf gekriegt, bis wir ihn dann ordentlich mit unseren Fächern weggefächert haben. Und jetzt wollen wir hochmotiviert weiterspielen in diesem kleinen Wäldchen. Ich schalte mal um. Man kann es gerade erahnen. Wir setzen unsere Kopfhörer auf. Wir haben auch keine Pause gemacht. Wir spielen einfach weiter. Wir spielen einfach weiter, denn wir sind heiß. Wir sind wild auf dieses neue Spiel. Das kennen wir beide absolut nicht. Nicht so wie Demon's Souls, was ich halb kannte. Soll ich oder willst du? Du spielst. Ich spiele. Frau, spiele. Okay. Ja, viel haben wir ja noch nicht erlebt. Wir haben eigentlich nur das Tutorial so ein bisschen durchgespielt. Und da hat sie den Ton aktiv. Ich hatte nur auf einer Seite Sound. Oh, hier Chaos. Wir sind wieder mal da mit technischen Wunderwerken. Technisches Wunderwerk. Und spielerisches. Da ist gerade, ich kann es mal in die Kamera halten, hier dieser nette kleine Freund, der ist hier gerade runtergefallen. Fussel heißt das. Das ist Fussel. So, konzentriere dich. Jetzt höre ich auch was. Irgendwie war gerade mein Ton deaktiviert. Ja, irgendwie hatte ich nur auf einer Seite Ton. Jetzt geht's wieder? Ja. Was ist er denn für ein Digger? Ausweich du da und mir auf den Schädel klopfen. Sehr gut. Das ist halt wieder Boss, nur ein bisschen kleiner. Oh, was war das denn für ein super Angriff? Das habe ich ja noch nie gesehen. Weißt du was? Ja. Wo ist mein Raststuhl? Ich brauche meinen Stuhl. Was? Du brauchst deinen Stuhl? Ich brauche meinen Raststuhl. Ich brauche meinen Stuhl. Und dann nahmen sie den Code in die Hand. Darf man das überhaupt sagen auf YouTube? Ob Code in die Hand nehmen? Ja. Vielleicht sollten wir es noch ein paar Mal öfter sagen. Ja. Oh. Wie mache ich das? Nein, das ist nur die Information für Elementarschaden und so. Möchtest du, dass ich dir das erkläre? Nee, das ist mir jetzt zu früh. Was? Du brennst gerade, du musst ausweichen drücken, damit du aufhörst zu brennen. Darum wollte ich dir das gerade erklären. Achso. Sag es doch. Also wenn du brennst, ausweichen. Wenn du frostest, sollst du die Schlagtasten hauen, damit du dich wieder losmachen kannst. Ah, okay. Und wenn du Blitz hast, dann kriegst du halt dauerhaft Schaden, bis das abgelaufen ist, glaube ich. Okay, also Blitz ist OP, wie in jedem Spiel eigentlich. Nein, du kannst da auch natürlich diese komischen Fiolen da nehmen. Wo ich gerade vergessen habe, wie sie heißen. Fiolen. Nein, das sind Spezialfiolen, so eine gelben. Ja, hau da auch rein, du. Hattest du den auch in deinem ersten? Ja. Der hat mir beim ersten Mal auch einen auf den Kopf gehauen. Erstmal auf den Kopf hier gehauen. Er hat nichts gedroppt. Da liegt noch eine Leiche. Naja, du hast halt auch Kleidung angezogen, die Droprate natürlich nach unten zieht. Na gut, das stimmt. Entweder bist du geschützt oder du bist beglückt mit Items. Aber beides geht nicht. Ich hätte gern beides. Da ist die Kiste. Ja. Nein, ich will das auch mitnehmen. Öffne die Truhe. Alchemy Capsule. Das ist gut. Ölburette verbessern. Dann musst du zurückgehen, dann kannst du dir ein Heil-Item mehr reinwemsen. Ja, bei der nächsten. Vestalion. Vestalin. Vestalion. Wenn das mal so richtig ist. Ich sehe Wasser. Ich mag kein Wasser. Vielleicht heißt es ja aber auch Vestalion. Vestalion. So hier. Yong Yong. Vestalion. Vestalion. Zack. Da ist ein Item. Oh, eine Truhe. Ah, Mensch. Ah. Da hat sie sich erschrocken. Ah. Das war gut. Jetzt musst du. Ja, sehr schön. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh. Mann, nee, nee, nö.
Sehe ich gar nicht ein. Entbrenne dich schnell. Entbrenne dich? Entbrandung. Zack. Säbel und Fauchon. Fauchon. Fauchon? 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 Sprich du es aus. Was? Ich war gerade in Gedanken, weil ich gerade einen Witz aufgebaut habe in meinem Kopf. Und deswegen hast du mir gar nicht zugehört? Nein, gerade nicht. Okay. Möchtest du meinen Witz hören? Ja. Wie nennt man einen männlichen Roboter, der brennt? Brennnessel. Brandon. Ja, war vielleicht nicht ganz so gut. Was? Ja, okay. Es ist okay. Es war in Ordnung. Ja. Der Witz war eine 6 von 10. Ja, okay. Aber es reichte aus, dass ich einmal kurz geistesabwesend sein durfte. Es reichte aus, dass du deine eigenen Witze findest und das ist viel wert. Denn nicht jeder Mensch kann eigene Witze erfinden. Ich auch nicht. Schreibt einen Witz in die Kommentare. Schreibt einen Witz in die Kommentare und wir geben euch ein Like, wenn er uns gefällt. Pass auf. Das Like kriegt ihr von ihm und ich gebe ein Ranking von 1 bis 10. Also ein Witz-Ranking. Ist das gut oder ist das asozial? Wie asozial? Wenn ich jetzt sage, der Witz war absolut doof und ich gebe ihm so eine 2 von 10, fühlt man sich denn schlecht? Weiß ich nicht. Das kommt auf die Person an, ob sie kritikwürdig ist. Ich bin dafür, wir machen das so. Ja, wir könnten aber auch sagen, ohne zu werten, schreibt uns eure besten Witze in die Kommentare. Ja. Bitte streichelt den Algorithmus und kommentiert unsere Videos. Und zwar wie bekloppt. Nanu, eine riesengroße Fläche, was da wohl hinter sein könnte, wenn man da nicht wieder wegkommt. Möchtest du vielleicht deine Bürette vielleicht einmal verbessern? Ja. Ich weiß, dass da definitiv kein Boss ist. Ah, da ist auch kein Boss. Das ist ja völlig ausgeschlossen. Bosse gibt's in dem Spiel nämlich gar nicht. Wo läufst du denn jetzt schon wieder hin? Ich weiß es nicht. Jetzt läufst du da wieder hin. Und überhitzt. Dann bist du auch falsch. Möchtest du zurück zum Speicherpunkt? Ja. Möchtest du, dass ich dich führe? Ja. Rechts. Nein, das war zu weit rechts. Da rechts. Oh, vielleicht können wir auch nochmal leveln. Nein. Doch, wir haben noch das Container. Haben wir? Alchemie-Container, claro. Der bringt aber nur 250. Ja, und wir brauchen noch nicht viel. Das weiß ich nicht. Du machst das schon. Ich kümmere mich darum. Du kümmerst dich, sonst haust du halt nochmal eben den Gegner weg. Guck, wir haben 2 Stück. Ja. Bums. Wie viel haben wir jetzt? Schauen wir mal, ob es reicht. Ich glaube, da musst du noch einmal einen Gegner klopfen. Vestorion. The best room. 1190 brauchen wir. Kommt her, ihr Kloppy-Boys. Ich weiß gar nicht, was die abwerfen. Den kannst du nicht ranschleichen. Clark. Oh, nur 71. Das ist ja doof. Sehr gut. Ah. Ja, eine Bürette nehmen. Man, jetzt trefft sie doch mal. Jetzt hast du aber genug. Jetzt kannst du leveln. Das ist wie, bei welchem Spiel war das nochmal, wo das denn anders leuchtet, wenn du leveln kannst? Neo. Ja, das ist da auch angezeigt. Hast du es nicht im ersten Teil gesagt? Im ersten Teil? Was wir eben, wo wir aufgenommen haben, dass es da unten leuchtet, wenn man aufleveln kann? Nein, das hast du aber auch bei dem guten Joker-Face im Stream gehört. Echt? Ja, er erwähnte das, jetzt weil mir ist es auch nicht aufgefallen. Jetzt haben wir ihn schon wieder erwähnt. Wir werden ihn jetzt erwähnen. Wir kommen rüber wie die größten Fanboys und Girls. Fangirls und Boys. Was nehmen wir denn jetzt? Lass mich mal die Werte anschauen. Also ich fände ja auch mal, warte mal, was ist das? Das ist jetzt das Ausdauerding gewesen? Elan? Ist das das Ausdauerteil? Oh, ja, guck mal, aber Robustheit mit Balance gibt plus 4%. Ja, brauchen wir Balance? Balance ist schon gut. Ausdauer ist halt auch gut, ne? Ja. Gerade bei dir, weil du immer so ausbrennst. Oh, guck mal, schnell. Kritische Treffer gehen hoch. Ja, aber nur ein bisschen. Ich finde das nicht so wichtig. Wollen wir Elan nehmen? Oder was ist Ausdauer? Ja, das ist ja, steht da ja, Ausdauer plus 7 auf 137. Drückst du den Knopf zur Bestätigung? Jetzt bin ich schuld.
Das wolltest doch nur. Du willst doch nur die Schuld mir gegen mir rüberschieben, wenn das jetzt scheiße war. Quatsch. Nein, du musst über die Steine laufen, dann kannst du da weiter einfach den Weg laufen. Oh. Und triggerst du nicht so viele. Naja, jetzt habe ich ein paar Leute getriggert. Ich glaube, du hast dir mein Video überhaupt nicht angesehen. Natürlich. Ich bin nur vergesslich. Ah, das Thema. Oh Gott. This boat will take me to Paris. Ui, und jetzt geht's aber mal richtig ab hier. Instabile Blitzramme. Dann rammt sie dich, du. Ich hab jetzt schon keine Energie mehr. Siehst du gut, dass wir Ausdauer gelevelt haben. Fein machst du das. Danke. Oh, das war aber unfair war das. Du hast deine Birette nicht verbessert. Ach, fällt mir ja gerade auf. Ja, ich werde eher mal sterben, glaube ich. Man ist ja eigentlich gezwungen, hier auszuweichen. Wie du sagtest. Ja. Am besten in die richtige Richtung. Weil am besten in die gegenseitige Richtung von dem, was er schlägt. Oh, das war doof. Ja, das ist der Blitzangriff, der ist scheiße. Weil du konntest halt... Was macht das jetzt mit mir? Ja, das läuft jetzt halt langsam runter, ne? Und was macht das mit mir? Zieht dir angeblich Energie ab, glaube ich. Aber bis jetzt geht's. Man kann halt mit dem Schild... Oh. Ja, wenn er so doof hochspringt, musst du aufpassen. Dann kommt immer dieser Blitzangriff. Man der ist so ein bisschen doof. Mit dem Schild halt nicht laufen. Das ist ein bisschen uncool. Was kann man mit dem Schild nicht? Nicht laufen. Nee. Wir sind hier ja auch nun nicht zum Laufen da. Burette. Burette. Jetzt haben wir 3 Dosen. Hier kann man shoppen. Ja, das kann man auch. Habe ich doch gesagt. Cool. Dann kannst du dir Fiolen kaufen, wenn du welche haben musst. Ach. Nein. Nee, nicht da lang. Da einfach so quer rüber. Einfach daran vorbei, an alle. Soll ich ihn nochmal probieren? Das kannst du gerne tun. Wenigstens ist der Weg zum Boss nicht so weit. Sogar Springen kostet Ausdauer. Was ist das für ein Kram? Ich möchte... Was möchtest du? Ich möchte... Die Kette. Jetzt bin ich überladen. Oh, oh. Oh, jetzt kommt der Feuermann. Wo springt sie denn hin? Ja, ich muss mich entfeuern. Oh, weißt du was? Nee, was denn? Ich werde jetzt zurückgehen zu meinem Stuhl und werde... Das hört sich irgendwie alles immer falsch an, in meinem Kopf. Was ist mit dem Wort Stuhl falsch? Weiß ich nicht. In meinem verschmutzten Gehirn... Läufst du nicht zu einem Sessel? Ich soll Sessel sagen ab jetzt. Aber es ist halt auch ein Stuhl und kein Sessel. Ja, das stimmt. Hast du etwas gegen Stühle? Nein. Du sitzt gerade auch auf Stuhl. Ich sitze auf einem Gaming Chair. Auf einem Gaming Stuhl. Wenn man als Gamer mal ganz dringend auf die Toilette muss. Siehst du, jetzt bringst du selber so eine Witze. Hallo. Da ist er wieder. Panzermann. Der olle Rammenmann. Warum kann ich ihn nicht markieren? Jetzt. Au. Er haut dich aber auch wirklich, dann trifft er dich aber auch da. Wenn er trifft. Wenn er so schwingt. Ui, was war das denn für eine Zeit? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. War das was Gutes? Wenn ja, wie hast du es getan? Bonk. Weiß ich nicht.
Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, oh, oh. Da ist er angelaufen gekommen, weil er ist die instabile Blitzramme. Ich bin noch. Du bist ausgewichen? Ja, das kenne ich. Ich habe keine Fiolen mehr. Haut aber auf, klingelt aber auf. Du bist dran. Ich wieder? Ja. Jetzt soll ich das machen? Ja. Ja, toll. Du bist. Weißt du, wofür ich bin? Ich laufe dieses Spiel durch und du machst die Bosse. Ja, ich mach die Bosse. Weißt du, das war auch bei Demon's Souls, hast du angegeben hier. Guck mal, ich mach die First Try. Ja, zeig doch mal, was du kannst. Ja, aber das ist was anderes. Das hier, ist, ne? Kaum ist es vorbei mit der Magie, ist auch vorbei mit der Magie. Das ist Frankreich. Da was bin hat ich denn nicht das so, damit ich bin, zu tun? Ich bin nicht so gut in Französisch. Nicht? Ich hatte das 4 Jahre und ich kann es nicht so gut. Ich auch nicht. Deswegen bin ich in dem Spiel so, du bist Französisch-Master, du hast Französisch studiert. Ich habe gar nichts von Französisch, ich hatte nie Französisch. Du hast Französisch 3 Jahre lang in der Schule gehabt. Was erzählst du denn da? Ich hatte überhaupt kein Französisch, ich habe das sofort abgewählt, da hatte ich gar keinen Bock drauf, den Quatsch. Ich will damit sagen, dass du ein Französisch-Brain bist. Nee. Verbreiten Sie hier keine Unwahrheiten. Willst du jetzt den... Oh, erstmal wollte ich wieder... Ich wollte erstmal wieder meine Magiekünste zeigen. Hier, guck mal. Willst du jetzt doch den einfrieren? Ja. Ich dachte, das wollen wir nicht tun. Wieso? Hast du nicht gesagt, wir wollen nicht den Easy Mode machen? Wollen wir nicht? Ach, mach ihn ruhig. Wenn man sonst nichts schafft. Das ist halt schon... Ja, so kann ich den auch. Ich kann es auch ohne. Guck. Nee, es ist schon... Wenn das Spiel es einem gibt, kann man es auch nutzen. Und wenn das Spiel wirklich sagt, hey, komm, hier, nimm, direkt Anfang des Spiels. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich bin Unstable Blitz Ram Ram Lama Ding Dong. Aber du kannst ihn ja ruhig nochmal einfrieren. Mach dir den jetzt so hier, pass auf. Na, oder auch nicht. Hey, ich bin noch weit genug weg gewesen. Aber du wurdest noch nicht richtig hart geelektrisiert. Vielleicht macht er dir mehr Schaden, wenn du elektrisiert bist. Da hätte er dich wahrscheinlich richtig in die Luft gehauen. Du bist gut. Dann ist sein Name auch so in so Dinger gezeichnet oben, wenn er das macht. Vielleicht wird das vorher angezeigt, bevor er das macht. Das hast du wieder mal hervorragend gemacht. Selbstverständlich, ich brauche nicht einfrieren. Ich mache die auch so. Lass mich doch hier nicht so, ne? Du wie bist du schon. Der Bossmann in diesem Spiel. Du hast ein Modul bekommen. Ich bin sozusagen die Bosskette. Sprenggranate. Kann man da hinten das Tor aufmachen? Das hier? Mhm. Nein. Es ist blockiert. Kannst du da noch irgendwo rumspringen? Ja, hier, guck. Hier und da. Kannst du schwimmen in dem Spiel? Nein, ich glaube nicht. Willst wir sind auf? Halt auch ein Roboter, ne? Ich glaube, da fahren wir an zu rosten. Willst du mal reinspringen? Nein. Oh,
Sagt er was? Ja. Denn wir werden jetzt hier hingehen, denn wir reisen jetzt nach Paris. Da wollte ich schon immer mal. In einem Taxi nach Paris, wie man so schön sagt. Es ist eine Essenz. Eine Sequenz. Monsieur de Beaucasson. Es ist eine Sequenz. Möchtest du uns wegschalten? Nein, dafür ist sie zu kurz. Ach so. Da rudern wir. Aber jetzt kennst du das Spiel auch nicht mehr, oder? Nur noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. Okay. Nur bis zur nächsten Statue. Dann ist auch vorbei. Hier, spiel doch weiter. Weil ich den Boss so schön gelegt habe, darf ich jetzt weiterspielen. Das hast du ganz, ganz großartig gemacht. Ohne Hilfsmittel. Danke. Kann man dich als Hilfsmittel zählen? Oh, eine Sequenz. Nein, mich kann man als Mann zählen. Hilfsmittel. Wenn du mich als Hilfsmittel bezeichnen würdest, würde ich mir Gedanken machen. Er ist mein Hilfsmittel in jeder Lage. Hallo, Aegis. Groß Caillou. Heißt das Groß Caillou oder heißt das Gros? Grand Caillou. Grand? Caillou. Keine Ahnung, was da stand. Aber du kennst Caillou nicht, das finde ich noch trauriger. Wieso? Er kennt Caillou nicht. Was ist das? Wer oder was oder wie ist das? Was ist denn das? Bitte sprechen Sie mit das mir. Das ist eine Serie. Eine Serie? Von was? Das habe ich dir doch heute schon erzählt. Hast du? Ja. Heute? Ja, oder gestern. War in welchem Zusammenhang? Weiß ich nicht mehr. Ich habe, glaube ich, über irgendwas mit Glatzen geredet. Was mit Glatzen? Ja, und der kleine Junge hat halt eine Glatze. Caillou halt, der heißt Caillou. Aber wird er auch so geschrieben? Ja, der wird genauso geschrieben wie das Dorf. Und was ist Caillou? Ist das, heißt das Glatze auf Deutsch, oder? Weißt du, weil es Glatzenjunge. Gibt, es gibt so Caillou-Verarschen auf YouTube. Die kennen bestimmt einige Leute. Und da wurde dieses eine Lied, was ich jetzt nicht sagen kann, runtergespielt, worüber wir geredet hatten, wo wir ja da standen. Erinnerst du dich? Nee. Dann erzähl ich auch nicht weiter. Ich zeig dir. Doch, das. Erzähl den Leuten doch, was du auf dem Herzen hast. Betäubung. Ja. Ja. Oh, ich habe den Ton wieder abgeschaltet. Entschuldigung. Nein, hast du nicht. Nicht? Ich hatte eben nichts mehr gehört. Ja, der. Jetzt höre ich was. Ich auch. Und du kennst halt einfach Caillou nicht. Und das hat mich halt ein bisschen betäubt. Betäubt in meinem Betäubt Sinn. Oder betrübt? Betrübt. Das ist das Gleiche. Du warst betrübt wie deine Sicht manchmal. Ich, Mann. Es sieht schon schön aus. Die Musik ist ein bisschen beängstigend. Das muss ich nicht. Ich kann die Weste. Wenn ein Bosskampf kommt, erstmal nicht. Spoiler. Spoiler? Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass jetzt kein Bosskampf kommen wird. Bosskampf nach Bosskampf nach Bosskampf. Wir brauchen 1320. Die können wir reinhauen. Die haben wir. Haben wir? Ja, die haben wir. Hau rein. Ich sage, wir haben sie. Ja, zwei sind halt schon. War das schon genug? Was habe ich gesagt? 1320, ne? Ja, was nehmen wir? Boah, ich bin immer noch für Kraft. Kraft? Ja, du auch? Jo. Klopp drauf da. Rauf. Aber irgendwie steigt die Kraft da nicht. Ich habe das Gefühl, wir brauchen eine bessere Kraftwaffe. Kannst du mal in die Verbesserung reingucken, ob es eher was gibt, was unsere Angriffskraft schneller erhöhen würde? Weil ich bin immer auch der Meinung, dass es eine Geschicklichkeitswaffe ist. Wenn du jetzt Gewandtheit machst, geh mal Gewandtheit. Ich glaube nur plus 1. Haben wir noch irgendwas, wo das schneller hochgeht? Physischer Schaden? Nö. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Das hat ja alles gar keinen Sinn. Ja gut. Dann hat sich das erledigt. Dann habe ich nichts gesagt. Dann steigt das wohl nur so langsam. Wir machen das auch so. Kann man rüberspringen? Ui. Hallo. Ein Item. Mitnehmen. Sammeln Sie das Item ein. Wir haben eine Trinkflasche bekommen. Wir haben eine Trinkflasche bekommen? Ja. Au. Ach so, die Trink. Ja. Oh, oh, es wird heiß. Es geht heiß her in Frankreich. Frankreich, ihr gefällt mir. Was geht ab, Frankreich? Seid ihr gut drauf, oder was? Alle Franzosen, bitte einmal ein Oui in die Kommentare. Ich werde einfach Entertainer. Entertainerinnen? Ich kann vor Leuten nicht sprechen. Es ist gut, dass eine Kamera vor mir ist. Oh, was muss er denn? Guck mal, da oben ist ein Item.
Guck mal, es leuchtet ganz blau. Ich habe gerade ernsthaft gesagt, was ist er denn für einer? Weil ich dachte, es ist ein Gegner. Aber das ist doch ein Item. Müsst ihr das nicht einsammeln? Bitte lassen Sie mich. Oh, da ist ein Hund. Nein, komm wieder her. Das war nicht so gemeint. Achtung, Elektro-Wauzis. Wolltest du gerade Elefant sagen? Was? Wolltest du gerade Elefant sagen? Nein, Elektro-Wauzis, habe ich gesagt. Ich wollte nie das Wort Elefant benutzen. So. Unterstellen Sie mir das nicht, dumme Frau. Tut mir leid. Ja, das hoffe ich doch wohl. Ich mag es ja nicht, wenn es so viele Wege gibt. Ach, das geht eigentlich noch. So viele Wege sind es gar nicht. Ich brauche einen strukturierten Plan. Dass ich Elden Ring durchgespielt habe, ist für mich immer noch ein Wunder. Ja, das gute Elden Ring. Elternring. Wenn du die Wege abhaken möchtest, hier darf ich ja noch den Tipp geben, hättest du jetzt den rechten Weg gehen können. Ja? Ja, und der geht nicht so weit. Weil der linke Weg ist der, wo es weitergeht. Also hier jetzt? Ja, da gibt es noch ein bisschen was. Ein Granitpflasterstein. Gegner. Ja. Ja, so viele auf einmal. Was ist denn los bei euch? Bitte. Jetzt haben wir auch gegen mehrere Gegner sind die Fächer aber auch schon echt gut. Ja, die Fächer sind schon cool. Ich mag die. Die erinnert mich an so eine Doppelwaffe, weißt du? An so eine Ja. An so eine Doppelhaushälfte. Ich hatte ja nur diesen großen Hammer. Ja. Der hat zwar mit einem Schlag ordentlich reingehauen, aber war halt auch verdammt langsam. Ja. Das war nicht so lustig. Also das hier macht, glaube ich, schon mehr Spaß, oder? Es schwingt mehr, ja. Und es ist, glaube ich, auch cooler, wenn man es zuguckt, weil es haut so richtig witzig rein. Witzig? Oh, da ist wieder so eine Trulle. Eine Feuermannfrau. Feuermannfrau? Oh. Was ist eigentlich, wenn ich eingefroren bin? Dann kannst du dich nicht bewegen. Natürlich kann ich mich bewegen. Wieso? Ich bin doch gerade eingefroren, oder nicht? Na, du warst ja nicht voll eingefroren. Aber wenn ich mich einfriere und dann mich anheizen lasse von den Dingern, bin ich dann wieder aufgehoben? Das könnte sein. Da ist ein Tor. Haben wir noch Fiolen? Nö. Hui! Man kann es sogar aufmachen. Ja, cool, oder? Ach, das ist ein Shorty? Ja, aber du musst es auch aufmachen. Du hast es nicht aufgemacht. Warum öffnest du es denn nicht? Er hat gewartet, bis ich das Tor aufgemacht habe. Er war richtig freundlich. Oh. Ja, wir sind ja direkt da jetzt bei der Vestajon. Eben, deswegen solltest du ja auch das aufmachen. Und du dachtest es das nicht. Das machte mich ganz, ganz nervös. Die Frage ist, wo war das? Das ist da gleich irgendwo rechts. Da mein I'll only be able to locate Monsieur de Vaucanson's workshop from an elevated position. Ach so, jetzt gehst du da oben hoch. Ach, da war ich noch gar nicht. Nee, da warst du auch noch nicht. Geht's da weiter? Nö. Da gibt's noch ein bisschen Loot, den man mitnehmen kann. Dann mach ich das nochmal. Nee, ich sammle erst unsere Seelen ein. Ja, da kommt jetzt nichts mehr. Da kannst du auch den Loot eben einsammeln. Wie heißt das nochmal? Anima Essenzen? Anima Essenz. Anime. Anime Essenze. Wir müssen ja ein bisschen französisch bleiben. Essenz eines geringen Geistes. Ja, Aegis. Auch da geht es nicht weiter. Oh, was ist da? Warum war da ein Item? Wo habe ich mich denn endgültig zum Schlafen gelegt? Du hast dich links... Was? Endgültig schlafen gelegt? Ja, war das hier? Oh, das kenne ich gar nicht, da wo du warst. Da bin ich gar nicht lang gelaufen. Hier? Das kenne ich nicht. Was ist das? Dort, da war ich schon eben. Da ja? Waren wir eben gerade. Das ist der Anfang oder was? Dann läufst du ja zurück. Dann lauf doch mal vorwärts. Oh. Zitat, das kenne ich gar nicht, das ist der Anfang. Ja, deswegen, weil man das einfach nur einmal durchläuft und dann nie wieder. Das sah von der anderen Richtung halt anders aus. Upsi. Wo muss ich denn? Da hab rechts. Ich... Ja, da hoch. Da habe ich mich steht da rechts ein Gegner. Und dann kannst du da gleich rechts reinbiegen. Glaube ich. Und dann ist da das Tor. Und dann könnten wir auch schon wieder aufleveln. Aber das machen wir jetzt nicht. Könnten wir das?
Wir könnten schon wieder aufhören. Mit 800 doch nicht. Ja, wir haben ja auch noch Seelen. Essenzen. Ja, ja, wir müssen ja aber auch nicht mal die Seelenchecks gleich. Oh, da verbundene Wauzis. Elektro-Wauzis. Oh, man kann sich ja nicht bewegen, das vergesse ich die ganze Zeit. Junge, Junge. Oh. Da hängst du wieder fest. Oh, Junge, Junge, Junge. Vielleicht muss ich erst die Wauzis wegmachen. Ah, das, ich hab die Waffe drin. Oh. Kacke. Wo ist die Statue? Da ist sie nicht. Da ist sie. Och. Hui. Du hast doch so ein bisschen deine Probleme mit dem Spiel, kann das sein? Ich habe ein bisschen Probleme noch mit dem Spiel. Aber das ist okay, ich komme da auch rein. Es ist noch der Anfang, nicht wahr? Ja. Also, zuerst die Wauzis hier kaputt machen. Robo-Wauz. Du musst bei so kleinen Gegnern weniger den Riesenangriff machen. So, jetzt benutze ich aber die Pussy-Waffe. Ah! Jetzt mal abgeschossen werden. Jetzt ist er eingefroren, jetzt muss man drauf prügeln. Au. Au. Sehr schön. Und da geht er down. Lässt er was fallen? Er lässt was fallen. Er lässt was fallen. Eine Alchemie-Kapsel. Von da kam ich, ne? Ja. Was ist das? Eines geringen Geistes. Da kannst du mal hingehen. Das kennst du schon? Ja. Habe ich denn noch Wasser für die? Ja. Du hast doch gerade eine Trinkflasche aufgesammelt am Brunnen. Ah! Water, sie will play. Ihre Bitte erfüllen. Bitte sie. Here is something to quench your thirst. Praise be to God. Bless you, whoever you are. Ich bin Aegis. Lähmgranate. Ja, ich habe ihr Wasser einfach durch die Tür gegeben. Das war schon. Okay. Dann jetzt den linken Weg weiter, was? Der linke Weg. Oder war hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier. Nö. Und ab wo kennst du es nicht mehr? Ja, bis zur nächsten Statue. Ach so. Oder was heißt bis zur nächsten Statue? Du machst irgendwann einen Shortcut frei, dass du wieder zur ersten Statue hinkommst. Und dann habe ich aufgehört. Ab dann bist du dann dran mit Spielen. Man muss es ja auch interessant halten hier, ne? Oh, da ist er eingefroren. Es das tut mir leid, ich muss diese Variante machen. Ich bin nämlich schlecht. Noch. Ich lerne das noch. Es ist schon hart OP mit der Waffe so. Ja, okay, ich werde es weniger verwenden. Nein, du kannst sie ruhig verwenden, weil du hast auch 1400 Anima-Essenzen halt, um dir auch ein bisschen den Druck zu erhöhen. Alter. Der dreht aber wild mit seinen Kugeln um sich. Ach, da könnte ich ihn noch aufladen in meiner Attacke, ne? Das könntest du auch, ja. Weg damit. Und er droppt was. Was droppt er denn Schönes für uns? Alchemie-Kapsel. Er droppt 3 Stück an einer Zahl. Sagt man das so? 3? Aber was ist? Was sind überhaupt Alchemie-Kapseln? Sind das nicht die wir nehmen? Für Nein, das sind die Geister. Die geringen Geister. Ich habe nie nachgeguckt, was das Alchemie-Kapseln sind. Aber ich glaube, das sind diese, womit man ballern kann, ne? Ah, okay. Das ist unsere Munition da, oder? Und ich freue mich die ganze Zeit über Alchemie-Kapseln, weil ich dachte die ganze Zeit, dass... Naja, du benutzt sie ja jetzt auch, also... Ja, gut, stimmt. Guck mal, das sind Leichen. Möchten wir ein bisschen hängen bleiben? Nein. Ah! Oh. Gehen Sie weg von mir. Ich möchte das alles nicht. Ich möchte in Ruhe plündern. Man kann übrigens in dem Spiel auch die Waffen aufleveln. Ob das so viel Sinn macht, weiß ich aber noch nicht. Ob man nicht noch irgendwas Besseres findet. Eben. Gehen wir erstmal rechts lang, ja? Ah!
Ach, ist er weg? Bei mir steht da mein Gegner. Ah, meinst du den vielleicht? Oh nein, Gott. Ich meinte den, der da eigentlich da drin war. Oh. Hast du ihn überhaupt getroffen? Nö. Nö. Ist wohl so eine nahe Waffe. Jetzt. Jetzt kann ich Bärlau gerade nicht mehr benutzen. Man, sie trifft nicht. Ich würde da nicht reinlaufen. Oh, Leute. Wo muss ich lang? Bin ich jetzt in der Falle? Wo muss ich lang? Oh Gott, wo muss ich hin? Da oben bist du in der Falle, ja. Oh Gott. Hast du keine Dinger mehr? Nein. Dann musst du da jetzt runter, links und da gerade durch den Friedhof. Durch. Hier? Hier lang? Bin ich richtig? Ich habe keine Ahnung, wo du da bist. Du hast gesagt, ich muss da lang. Ja, ist ja auch eigentlich richtig gewesen. Aber du bist jetzt irgendwo abgebogen, was ich nicht kenne. Wo bist du denn da? Ich bin gestresst, weil ich habe keine Ahnung. Ja, doch, du bist richtig. Bin ich richtig? Schreien Sie mich nicht an. Ich schreie dich nicht an. Ich bin gestresst. Ich mag das nicht, wenn man so viel abbiegen kann. Ich bin so der Wenige. Sind Sie auch gestresst? Dann müssen Sie sich unseren heutigen Sponsor besorgen. Eigenurin. Denn mit Eigenurin werden Ihre Nerven stark wie Drahtseile. Also Leute, die dieses andere Let's Play nicht geguckt haben, denken jetzt so, was? Tja, aber die sollten sich dran gewöhnen, dass jedes unserer Videos eigentlich gesponsert ist. Ich hab mich verlaufen. Ach nee, doch nicht. Denn ich hatte gerade einen Durstdrang. Ein Durstdrang? Und den musste ich ja jetzt irgendwie befriedigen. Wollen wir ein bisschen auf Robustheit gehen? Ein bisschen Leben reinprügeln? Ja. Prügel dich. Wir könnten... Oh nee, wir haben bei weitem nicht genug. Wo gehe ich jetzt wieder lang? Hier, ne? Jeder, der das neu sieht, denkt sich, die trinken Eigenurin. Was sind das für Leute? Was sind diese? Nee, da muss ich nicht lang. Wo muss ich lang? Du musst den gleichen Weg lang, den du eben zurückgelaufen bist. Ich habe halt alles vergessen. Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht jetzt schon alles vergessen haben. Doch, wo bin ich denn? Das weiß ich nicht. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Du bist am Anfang. Ja, wo muss ich jetzt lang? Du musst geradeaus. Und du müsstest dafür die Gegner töten. Ach. Weil die rennen dir sonst die ganze Zeit hinterher. Du hast aber auch wirklich alles jetzt wieder angelockt. Toll, oder? Guck mal, das finde ich super, dass die sich gegenseitig verletzen können. Ja. Die können sich auch gegenseitig verbrennen. Wie cool ist das? Hier, guck mal, wie er angeschlängelt kommt. Das hatte so was Heiteres. So, haha, guck mal, die hau ich jetzt um. Aber dann hat sie mich eingefroren. Es tut mir leid für alle, die sich jetzt denken, oh, macht sie die Pussy-Methode. Aber ich habe Angst. Naja, was heißt Pussy-Methode? Ich meine, die Waffe wird dir halt relativ früh zur Verfügung gestellt und sie hat halt diesen Effekt. Okay. Ich habe halt auch keine Orientierung. Ich bin froh, dass ich das Spiel nicht alleine durchspielen muss, weil ich, da muss ich lang, ne? Ja, du musst durch den Friedhof. Jetzt kommt gleich wieder der Kugelklaus. Oh, der war schlimm. Also, erst kommt der... Das ist der Schwert-Martin. Und dann kommt der Kugelklaus. Und beiden knippst du jetzt die Lichter aus. Ja. Hoffentlich. Da bin ich mir ganz sicher. Hä? Wo ist denn der Kugelklaus? Ist das ein Einmalgegner? Nee. Nein. Nein, das ist kein Einmalgegner. Wechsel doch die Waffe. Uff. Klonk. Clap your hands. Voll gegen Kopf. Ich dachte halt so, okay, ausweichen, cool. Aber er macht halt so einen Rundum-Angriff. Ja, das stimmt. So, ein noch. Nicht du, ich. Danke. Da geht er down. Aber der gibt voll viele Kapseln. Da kapselst du dir ein. Ich meine, Enigma. Was willst du mit den Kapseln? Anima. Das ist die Munition. Ja, wie heißen diese Kapseln? Diese. Alchemiekapseln. Das, womit wir aufnehmen, wie heißt es noch? Anima?
Anima-Essenz. Achso, ich habe gerade drei falsche Worte hintereinander gesagt. Das eine ist doch, glaube ich, so ein trauriges Lied, oder? Hm. Weißt du, warum die so viele davon droppen? Warum? Weil die sich gerne abkapseln. Du musst schon ein bisschen meine Witze abfeiern, sonst sieht das aus, als wären die doof. Nein, ich mag deine Witze. Weil wenn du darüber lachst und die Zuschauer das schlecht finden, dann ist das nicht unsere Schuld. Wer da Witz? Einfach über alles lachen, was ich... Ja, am besten überschwänglich, so. Okay, das... Oh. Da unten gab es aber noch ein Item, wenn du den anderen Kugelklaus wegklopfst. Da kommst... Oh, da kommst du ja wirklich ran. Nice one, das wusste ich auch nicht. Hallo, Leute. Du hast halt das einfach stumpf abgekürzt. Oh. Ist das der schon? Nein, da wo du weggelaufen bist vor dem Gegner, da ist noch eine Truhe. Aber du kannst es jetzt natürlich auch so machen. Der da oben ist ganz aufgeregt. Der traut sich gar nicht runter. Der guckt nur zu. Jetzt wird wieder gewechselt. Und? Nicht getroffen. Jetzt aber. Was? Was denn? Es wurde nicht betäubt. Nee. Aber jetzt? Ich habe gerade gebrummt, das wollte ich gar nicht. Aus du hast gebrummt? Aus meiner Mundhöhle kam gerade so ein Brummen raus. Bist du auch schon eine Maschine? Brummst du ja schon? Ist dein Motor überhitzt? Ja, das war richtig blöd. Als wäre ich so ein Hund oder so. Also, möchtest du es jetzt wissen? Was denn? Soll ich dich spoilern? Nein. Wo die Abkürzung ist? Ja. Du musst dich da unten links halten. Erstmal ist da ein Item. Irgendwo ist da ein Tor, das kannst du aufmachen, wenn du da jetzt links langläufst. Weil da schießt einer auf dich. Das ist das, was ich meine. Ich würde ja auf das Item scheißen. Das kannst du auch danach noch einsammeln. Da einfach erstmal das Tor auf. Frau. Und wo geht diese Abkürzung lang? Wenn du jetzt geradeaus läufst, kommst du zur Statue. Und ab da weißt du auch nicht mehr. Nö, das ist jetzt dieses Feld da und das war's. Aber du hast auch noch mal nicht die Truhe aufgemacht, die einen. Ja. Da muss ich traurig in die Kamera schauen. Wo muss ich denn lang dafür? Kannst du vielleicht leveln, wenn du den da umhaust? Ja, ich schau. Hallo? Du musst zwar wieder alles neu machen, aber dann wirst du halt auch. Achso, ich habe noch die falsche Waffe ausgewählt. Das ist immer gut. Klink, klank, klonk. Ich hau noch mal einen um, weil ich glaube, es war noch nicht genug. Aber du leuchtest, oder reicht das nicht? Oder wie nee, das muss leuchten? Gelb leuchten. Muss du super leuchten. Muss so ein Superleuchter sein. Und dann hau doch, ach nee, den hast du auch schon. Wie wär's denn, wenn du eben die Tour öffnen gehst und das machst, was du machen wolltest, weil ich weiß nicht, was... Aber doch nicht mit den Seelen, bist du denn des Wahnsinns? Die sind doch alle tot. Na gut, wenn du das sagst. Aber das ist halt auch schon wieder so ein Kugelheinz. Ja, du hast ja die Fliegwaffe. Nee, nicht Fliegwaffe. Ich habe auch nichts zum Heilen mehr. Und ich habe keine Energie. Wenn ich jetzt sterbe, dann sagen wieder alle, kommt mal da, seine Gier. Da hat sie wieder dazu geführt, dass er das Level versaut hat. Wenn du stirbst, dann ist das meine Schuld. Das glaube ich nicht. Da überhitzt sie gleich. Ich überhitze nicht. Hat da hinten eigentlich noch was? Nee, ne? Weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Haben wir hier denn schon alles abgetestet? Ey, hier steht halt keiner. Warum steht der bei dir nicht? Weil der da um die Ecke kommt. Nicht der. Hier steht auch einer. Der greift dann immer an in den Rücken. Hm. Aber der ist halt da nicht. Willst so, du? Wie schalte ich hier um? So. Der braucht aber viel. Oh, oh. Gott. Warum schießt sie denn daneben? Jetzt aber. Könntest du wieder umschalten? Ich möchte mich heilen. Du hast nichts mehr. Ich habe gar nichts? Nee. Du willst mich doch wohl verarschen. Da kann ich auch gleich abhauen. Das ist ja Schwachsinn. Ja, warte, warum sagst du denn nicht, dass ich überhaupt kann? Rennen lässt mich da reinlaufen ohne irgendwelche Heil-Items. Ich habe gedacht, ich habe wenigstens noch ein paar Öldinger. Ja, jetzt lacht sie. Finde ich gar nicht witzig.
pumpen wir doch mal rein, aber du hast nichts zum Heilen. Das sage ich dir aber nicht. Das sage ich dir erst im Kampf. Surprise! No risk, no fun. Mann, 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 Mann. Wo soll das mit dir hinführen, du? Nach Paris, siehst du doch. Hast du gerade einfach in dem Raum rumgeguckt? Ich suchte nach einem Fluchtweg. Guck mal, sie ist schon ganz verwirrt. Was hat sie da jetzt für ein Problem? Wenn du weiterläufst und drückst, dann passiert nichts. Ach echt? Das ist ja auch komisch. Wer hat das denn so gemacht? Weiß ich nicht, wer hat das Spiel erfunden? Was ist das denn alles? Hier kann man Ausrüstung kaufen. Ey, hier kann ich meinen Streithammer kaufen für 1500. Dann klingelt's aber wieder. Helle Bade? Wo? Da. Wo siehst du eine helle Bade? Da. Warum schreist du mich an? Weil du das schon ausgewählt hast. Mittelgewicht. Wucht. Guck hier, doch da, da ist das Scaling. Hier, da, B, Kraft. Sag ich doch, das klingelt mehr mit Kraft. Was ist der Frostfächer? Ah, der macht Schwerpunkt Gewandtheit. Also, ist das doch mit Gewandtheit, das ist mehr. Glas. Ich wusste doch, wir leveln verkehrt mit der Waffe. Glaskernknüppel. Ach Mann, was ist das denn? Aber so ein bisschen Kraft ist halt auch nicht schlimm. So. Ja, aber wir leveln halt mit dem Teil, was wir jetzt haben, eigentlich völlig verkehrt. Oh, das ist aber auch nice, das Ding. Aber auch wieder auf Kraft. Aber das würde alles mehr Bums machen, als das, was wir jetzt haben. Kann das dann auch denn blocken? Nö, ne? Nö. Dann würde ich sagen, dass wir ab jetzt auf das andere leveln. Aber so ein bisschen Kraft ist halt... Es scaled halt, geh mal auf den Fächer. Der scaled halt total... Ja. Ein bisschen. Ja, es ist nicht komplett in Sand gesetzt. Es scaled halt mit Gewandtheit auch nur auf C. Es ist auch das nicht stimmt, viel. Da ist der eh schon besser. Oh, guck mal, da hätten wir schon 150. Nee, was hätten wir an Schaden? 96. Aber ich fand den anderen... Weil das der ist halt auch scheiße langsam. Ja, und das ist halt auch nur wieder so für einen Gegner. Ja. Das andere, was wir jetzt haben, ist für mehrere Gegner. Guck mal, das ist cool. Der wäre schon besser. Braucht der denn auch irgendwas noch dazu? Nee, ne? Dann scalen wir jetzt erstmal die nächsten auf Gewandtheit. Ja. Oh, was ist das denn hier? Oh. Säbel? Das haben wir eingesammelt schon. Das haben wir schon. Das haben wir? Das haben wir. Wir haben ein Säbel und Fauchhorn, das sich fast anhört wie ein Falchion. Ja. Interessant. Oh, wie cool. Kannst du es mal ausrüsten? Gleich. Ich suche was ganz anderes. Was du? Ich habe ganz vergessen, was ich wollte. Du wolltest leveln. Ich bin hier auch völlig verkehrt. Nein, ich wollte was anderes. Ich wollte kaufen Heildinger. Kaufsachen. Modulschlüssel? Achso. Ja, die können wir auch noch kaufen. Ich suche diese komischen Öldinger. Hier die, ich will ein paar Öldinger haben. Oh, aber nicht so, ich würde gerne leveln. Und ich brauche Heil-Items als Sicherheit. Jetzt bin ich am Controller und ich entscheide das. Kannst du eine Dingens nehmen, um einmal leveln? Auf Gewandtheit? Ich wieder? Ja. Ja, ich kann auch falsche Taste drücken. Entschuldigen Sie, ich muss das eben umstellen. Das macht mich ganz wahnsinnig. Nee, ich habe mich gerade eingesteuert da drin. Ich mache das wieder auf Start. Das ist ja ganz furchtbar. Wo war das? Dann kann man das endlich wieder so benutzen, wie es sein soll. Nur wiederfinden. Sehen Sie die Taste für dieses dumme Umstellen. Hier. Nein, Tutorial noch nicht. Hier, Spielmenü. Was? Was? Was hat er jetzt gemacht? Ach so, ich muss die andere Taste drücken. Warte, was muss ich drücken? Neu zuweisen. Start. So, speichern. Wechselt er die automatisch durch? Was? Wechselt er die jetzt automatisch durch? Nein, du kannst jetzt nur halt nicht mehr Pause drücken. Das musst du dann über die Escape-Taste der Tastatur machen, aber das machen wir eh fast nie. Aber das finde ich besser so. Kannst du jetzt nehmen und leveln? Ja, ach Mann, du mit deinem Leveln, du machst mich ganz wahnsinnig. Wo ist denn das? Inventar. Hä? Du bist... Da. Wo ist denn das Zeug? Ach, das ist unter Aufgaben und Gegenstände gelistet, wenn man Sachen hat. Cool. Ich glaube, zwei reichen. Nee, da reichen sie nicht. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Mehr als 1300. Mehr als 1300? Ich hole mir eben Level so. Kann ich mich nochmal einspielen? Hier, guck mal. Whee, boom. Wer braucht schon fokussieren, der Gegner? Ja, ich. Weil sie es nicht kann. Leuchtet immer noch nicht. Oder ist das jetzt ein Superleucht? Nee, das ist noch kein Superleucht. Dann nehme ich die Hundis noch mit hier. Komm her, ihr Wauzi. Ach, man bewegt sich gar nicht, die treffen dich nicht. Oh nein, Superleucht. Nee, immer noch kein Superleucht. Ich weiß.
immer noch kein Superleucht. Von wegen. Ich hab gesagt, mehr als 1300. Ja. Immer noch kein Superleucht. Geh mal eben gucken, wie viel wir brauchen. Da muss ich gleich gießen. Glaube ich. Gesundheit. Gleich doch. 1700 brauchen wir. Ja, toll. Dann kann ich jetzt einschmeißen. Dann kannst du jetzt einmal einschmeißen. Ich schmeiß mir was. Endlich kann ich mir wieder Sachen schmeißen. Jetzt auf Gewandtheit war das, ne? Jetzt habe ich ein Superleucht. Siehst du, das ist der Superleucht. Das Gelb muss es leuchten. Gewandtheit, da ist es. Dann hoffe ich doch, dass das danach... Das Geld aber halt auch nicht, irgendwie. Irgendwie ist das alles Mist mit diesem Fächer. Aber die Fächer an sich sind cool. Die Fächer sind gut, aber ich hätte gerne mehr Schlagkraft. Vielleicht gibt es noch bessere Fächer, die besser darauf sind. Es gibt den Superfächer. Deswegen macht es auch Sinn, darauf weiter zu leveln. Ich bin dafür, du holst jetzt noch die Kiste. Ja. Und dann ist schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Oh, ist schon wieder soweit. Das ist aber schade. Ja. Aua! Hören Sie auf damit. Kleiner Bautzmann. Geht's denn, Bautzmeister, geht's denn nach der Kiste noch weiter oder ist es Ende? Nein, da ist nichts mehr. Da ist nur die Kiste. Die hat aber, glaube ich, irgend so ein Modul. Das wollen wir bestimmt haben. Ja. Und dann haben wir schon alles abgegrast. Dann können wir da weitermachen. Siehst du, da bin ich immer noch nicht weit. Sind wir in dieser Folge nicht weiter, als was ich kenne. Schade. Ich dachte, ich könnte heute noch was Neues erleben. Nächstes Mal, dann darfst du nicht weiterspielen auf deinem eigenen Spielstand. Mache ich auch nicht. Das ist gut. Sonst hätte ich ja schon lange weiterspielen können. Ein Super Heidi. So. Du bist jetzt eingefroren. Das ist jetzt noch nicht der richtige, ne? Nee. Mach doch den aufgeladenen. Ich kann aber auch einfach das Bild draufprügeln. Yoga Mann, bitte reißen Sie sich zusammen. Erinnert mich so ein bisschen an den Topfmann von Sekiro. Der mit seinem Topf an dem Dings schlägt. Ach, der? Ja. Der dich so einfängt. Nee, das ist nicht der, der dich einfängt, glaube ich. Oder doch? Ich weiß es nicht. Alter, ich bin ausgewichen. Ich möchte auch nicht alles verballern hier mit dem Schussgewehr. Aber ich spiele... Du brauchst halt ja auch noch einen, ne? Noch einen Tod machen. Ja, da wollte ich die Firma aufsparen ein bisschen. Alchemiekapseln, immer her damit. Denn jeder liebt sie. Jeder braucht sie und jeder liebt sie. Alchemiekapseln. Kauft Alchemiekapseln. Sponsort bei Alchemiekapsel. Ich höre da noch was. Was brauchen wir nie? Alchemy. Wenn da jetzt keiner steht, bin ich langsam frustriert. Na, da ist er doch. Warum ist er denn jetzt auf einmal da? Ja, die Frage ist eher, warum war er vorher nicht? Oh nein! Er ist ja auch schon stark. Oh! Oh, ich bin aber ein bisschen angespannt. Heilig. Ja, ich nehme jetzt aber so eine hier. Die habe ich mir ja gekauft dafür. Damit ich im Kampf eine Schnellheilung habe. Na? Das war scheiße. Das war halt auch einfach scheiße eben. Dann nimm noch eine Fiole. So, jetzt warten wir kurz. Wir können noch mal kurz in uns gehen. Rüste das andere schon mal aus. Du darfst. Jetzt, was? Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich bin der Neue. Ich soll hier jetzt gerade einen Glockenmann hauen. Mach den Glockenmann weg. Zeig mir deinen Glockenmann. Mann. Alter, wie weit geht denn das? Das finde ich aber nicht in Ordnung von Ihnen. Oh, jetzt ist er eingefroren. Oh, das zieht was ab. Was bedeutet denn dieser rote... Was? Dieses rote Zeug um dich drum. Das weiß ich auch nicht. Willst du nochmal einfrieren? Das hat ja überhaupt nichts gebracht.
Nimm eine Fiole zur Sicherheit. Bin ein bisschen ausgebrannt. Ich sehe nichts, danke. Oh, weg ist er. Hui. Ich mag diese Gegner übrigens nicht so sehr. Nee, die sind ein bisschen nervig. Ich frage mich auch, warum jetzt erst der Typ da stand. Das weiß keiner. Reparaturmodul. Ja, ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber ich will es haben. Und Gusseisen. Gusseisen ist, glaube ich, auch gut. So, ich werde jetzt zurückschreiten. Ja. Nein, werde ich nicht. Kannst du es nochmal kaputt machen, vielleicht ist da noch was drin. Was, das hier? Ja. Wir machen zu wenig Zeug kaputt. Wir müssen mehr randalieren. Wir machen die ganze Zeit Roboter kaputt. Also mehr kaputt geht nicht. Oh. Was ist das denn hier? Hier ist nichts, ne? Ein völlig leeres Haus. Aber irgendwas ist doch da. Kannst du es aufnehmen? Hier kann man nicht durch. Vielleicht später irgendwann. Ja. Sie haben es ein wenig dunkel in Ihrem Raum. Vielleicht ist das ein Schlafzimmer. Caillou. Caillou. Zurück zu Caillou. Du kennst Caillou nicht. Nein. Leider nicht. Vielleicht ist hier hinter noch was. Jetzt zeigst du mir ein Bild. Ich zeig dir jetzt Caillou. Direkt on camera. Und für alle, die es auch nicht kennen. Caillou. Ja. Du kennst Caillou nicht? Irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber ich habe es mit Sicherheit nie geguckt. Vielleicht ist es mir beim Vorbeilaufen vorbeigelaufen. Läuft da so ein kleiner Junge vorbei? Hallo? Na? Sag ich, geh weg. Kenn dich nicht. Ich darf nicht mit Fremden reden. Aber ich bin doch nur ein kleiner Junge. Ich habe gesagt, ich darf nicht mit Fremden reden. Kommt seine kleine Schwester, die heißt Rosie. Rosie? Rosie. Rosie hieß die Rosie, ich weiß es nicht. Ich glaube, die hieß Rosie. So, jetzt sind wir hier an unserem tollen Schlafplatz. Ich setze mich wieder hin. Sitzplatz. Ab in den Stuhl. Da wird sie ein bisschen getickert. Können wir noch eben was verbessern? Vermodulen oder so? Vermodulen? Vermodulen. Wie? Vermodulen. Hier, mach du, was auch immer du machen möchtest. Bevor du es mir erklärst, mach es selbst. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, wir können noch einen aufschalten. Wollen wir das? Ja, komm. Und wo setzen wir das jetzt ein? Da musst du, glaube ich, rausgehen oder geht das auch da drin? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Ausrüstung? Ah. Module. Hier, was ist denn das? Ah, das ist Lifestyle quasi, dass du dich wieder ein bisschen... Ja, siehst du, sag ich doch. Was, das andere, da sind wir zu schlecht für. Ja. Da müssen wir nämlich einen von diesen Slots aufwerten, damit wir die besseren reinklatschen können. Gut. So, dann hast du alles erledigt, was du erledigen möchtest. Ja. Dann sage ich doch, umschalt. Ich schalte um. Da hat sie das ausgemacht. So. Ja, da haben wir doch wieder was geschafft. Wieder ein Boss weggehauen. Ist First gut. Try. Hast du gut gemacht? Hast du gut gemacht? Ja. So, und dann haben wir ein bisschen Paris erkundet, haben einen kleinen Shortcut freigeschaltet und beim nächsten Mal schauen wir mal, was uns hinter dieser brennenden Feuerbrunst noch so erwartet. Wird es noch schlimmer oder besser? Wird es der Aufbruch in ein Land voller Freude und Herrlichkeit? Das wissen wir nicht, das werden wir herausfinden. In der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Steel Rising. Bis zum nächsten Mal und tschüss!